Hallo Leute, ich habe mich schon sehr lange auf den Vlog heute gefreut, weil heute ist der Tag, wo ich endlich meinen Friseurtermin habe. Also ich habe ungefähr einen Monat, glaube ich, darauf gewartet. Den ich dann als gut empfunden habe, der hatte dann keinen Termin und deswegen ist heute der Tag. Heute soll der Vlog im Geiste des Self-Care stehen. Also was für sich selbst zu tun, sich selbst zu pflegen, sich selbst zu lieben. Weil letztendlich sind wir die einzige Person, die immer in unserem Leben sein wird. Und wir sollten uns nicht verlieren und nicht all unsere Liebe anderen Leuten schenken, sondern vor allem auch das in sich selbst investieren. Ich habe deswegen heute Morgen schon Sport gemacht und Yoga, wie ihr gesehen habt. Ich brauchte die Sequenzen auch für mein Video nächste Woche, deswegen vielleicht seht ihr sie nochmal. Und ja, ich würde mich jetzt gleich direkt mal mit euch hinsetzen und so bereden, was so die letzte Zeit passiert ist oder was so einfach ein paar Themen sind. Ich habe auch, also passend zum Thema heute, Self-Care, mein Lieblingspullover an. Einfach anziehen, worum man sich gut fühlt und meine Lieblingsunterwäsche. Es läuft. Mein Tag heute wird ungefähr so aussehen, dass ich, also jetzt ist es dann, jetzt ist es um 11 und um 12, habe ich den Termin beim Friseur. Ich laufe dahin, brauche ein bisschen irgendwie Luft und Zeit zum Nachdenken. Und dann heute Nachmittag gehe ich zu meiner Freundin Leo, Kaffee trinken und heute Abend es gab mir Tee in den Mädels und ich will heute nichts für die Uni machen. Heute ist mal mein freier Tag, weil ich habe ja das ganze Wochenende durchgearbeitet und mache. Ich weiß nicht mehr, wo oben unten ist, aber ich habe meine Hausarbeit fertiggestellt. Die schicke ich heute, glaube ich, ab. Und sonst heute erstmal. Ja, das Video wollte ich noch schneiden für morgen. Aber erstmal nichts, was mit Uni zu tun hat zumindest, sondern andere Sachen von Arbeit, die auch gemacht werden müssen. Ich habe buchstäblich tausend Sachen, die ich mit euch bereden könnte. Und es fällt mir auch immer neues Zeug ein. Die erste Sache ist jetzt vielleicht ein bisschen random, aber jemand von euch hat mir geschrieben zum Thema Organspendeausweis. Und ich bin immer ganz erstaunt, dass so viele Leute irgendwie das nicht auf dem Schirm haben oder keinen Organspendeausweis haben oder man so viel Werbung dafür machen muss. Ich hatte einfach mal so ein... Irgendwer hat Flyer oder so ausgeteilt, da war dieses Ding drin. Das ist ja nur so ein lapscher Ausweis. Und dann kreuzt du dann an, kannst du auch selbst entscheiden, was du, wenn du jetzt sterben solltest und deine Organe noch intakt sind, was du abgeben willst. Und bei mir, ich habe angekreuzt alles, glaube ich, außer die Augen oder so. Es ist halt nämlich so die Frage, Organe sind ja auch Haut. Und ich würde schon gern noch in meinem Sarg liegen und aussehen wie ich. Wenn man es jetzt mal so beschreibt. Aber meinetwegen kann ich auch verbrannt werden und dann hat jemand meine Haut halt. Was von mir noch übrig ist, sind dann meine Knochen. Ne? Die können. Die weiß ich auch nicht. Aber es geht ja um den Organspendeausweis und da ist ja jetzt egal, was ich angekreuzt habe. Hauptsache jeder hat einen. Und macht eventuell aus der einen Tür, die zugeht, eine neue, die aufgeht. Wisst ihr, was ich meine? Das kann halt echt Leben von manchen Leuten retten. Irgendwie eine Niere oder ein Herz, eine Lunge. Und deswegen sollte jeder so einen Ausweis besitzen. Der ist in meinem Portemonnaie und immer, ich kann ihn euch irgendwie mal zeigen. Das ist auch irgendwie What's in my Portemonnaie. Das sind alle meine Karten. Nee, das sind diese. Hier sind noch mehr. Meine Bodyshop-Kundenkarte, lol. Mein Führerschein. Leute, ich habe euch angelogen. Hier ist die Karte gar nicht. Where's the Organspendeausweis? Gut, Point. Wo ist mein Organspendeausweis? Ich weiß es gerade selber nicht. Hier scheint er nicht zu sein. Das war eigentlich so ein kleines, läppisches Ding. Ja, jetzt weiß ich selber nicht, wo mein Organspendeausweis ist. Ich habe alle Karten, aber nicht die. Das heißt für mich, ich werde auf jeden Fall nochmal auf die Suche gehen oder mir ein neues Prospekt, also einen neuen Ausweis holen und das nochmal einfüllen, weil Organspendeausweis zu haben ist wichtig und ich bin gerade ein bisschen im Schock, dass ich ihn nicht habe. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Und jetzt kann ich mal hier die Karten aussortieren. Wetten, ich finde den dann, sobald sie nicht mehr reden. Die nächste Sache war, dass ich jetzt in der letzten Zeit viel mitbekommen musste von
Das war mir ganz emotional, das Thema. Ich bin eh sehr emotional. Puh. Also meine Oma ist schon über 80. Beide meine Omas. Und meine Oma war bis zuletzt richtig fit. Und jetzt hatte sie halt was mit den Wirbeln und dann waren Venen eingeklemmt und sie kann halt nicht mehr so richtig laufen. Sie lernt das gerade wieder. Gut, dass ich heute keine Mascara drauf gemacht habe, aber ich weiß auch wieso. Gerade im Moment ist wirklich alles schon wieder so viel. So viel. Und die... Es ist auf irgendeiner Weise gut, dass ich so viel zu tun habe, weil das lenkt mich ab von all dem, was nicht läuft. Aber auf der anderen Seite habe ich gar keine Zeit, mit dem fertig zu werden, was nicht läuft, weil ich so viel zu tun habe. Anyway, meine Oma wird jetzt halt nicht mehr zurück in ihre Wohnung und auch nicht mehr zurück in den Garten gehen. Und das ist ein ganz komisches Gefühl, weil ich davon gar nicht so richtig Abschied nehmen konnte. Ich glaube, viele von euch kennen das, wenn einfach Leute, Omas, Opas, Großeltern alt werden oder auch Eltern, auf einmal mit denen was passiert und man konnte gar nicht so richtig abschließen. Ich bin sehr froh, dass meine Oma noch sozusagen im Kopf ist, alles in Ordnung. Sie geht halt jetzt einfach. Sie geht halt jetzt einfach nicht mehr nach Hause. Oh, Leute. Ich wollte nur sagen, in dieser ganzen Sequenz, man sollte gerade bei älteren Leutchen nicht immer irgendwie den nächsten Besuch oder das nächste Mal Kartoffeln aus der Erde holen. Irgendwie immer verschieben auf den nächsten Sommer und den nächsten, weil jetzt war halt der letzte Sommer, wo ich das hätte machen können. Ein schönes Lied ist Orchideen von Anni Neumann. Meine Oma liebt Orchideen und das Lied macht mich so emotional. Ich verlinke euch das mal in die Infobox. So viele Sachen halt vergänglich sind auf Erden, aber sie müssen nicht in deinem Herzen vergehen. Puh. Wer hätte das gedacht, dass ich heute heule? Ich nicht. Ich muss in 20 Minuten muss ich wieder top aussehen. So, stopp jetzt. Ich liebe meine Omas, das sind so starke Frauen, auch wenn sie teilweise können ältere Leute ja auch schwierig sein. Und da sind meine Großeltern auch keine Ausnahme. Und ich habe nur noch meine Omas und nicht keine Opas mehr. Mein einer Opa, den ich hatte, der ist schon lange verstorben. Und ich weiß nicht, ich bin so eine der Jüngsten in unserer Familie. Eigentlich so die jüngste Enkelin, könnte man sagen. Und manchmal finde ich das unfair, weil so alle meine Brüder und so, die hatten halt meine Omas und auch meine Eltern hatten sie länger. Einfach weil sie schon eher auf der Welt waren. Ich habe halt 7 Jahre weniger und das ist irgendwie ziemlich gemein. Also Leute, das ist einfach der Lauf der Dinge. Aber meine Oma zieht jetzt ganz in die Nähe von uns zu Hause in Dresden und ich bin ganz froh und ich hoffe einfach, denen geht's gut. Thema heute ist ja Selfcare und auch Wein gehört zu Selfcare, weil Wein kann sehr reinigend sein. Vor allem das rauszulassen, was du da festhältst. Und das ist auch, das habe ich in der Klinik gelernt, alle meine Emotionen, die ich festhalte und Sachen, worüber ich böse bin und worüber ich mich aufrege oder nette, liebe Gefühle, die ich habe, kommt bei mir, weil ich das immer so irgendwie in mir halte, als Strom so rausgespudelt. Wenn ich mal mit jemandem drüber rede oder wenn mich jemand danach fragt. Und ich denke mal, ich rede so viel mit Leuten über alles, aber das ist halt irgendwie nicht so. Ich rede mit euch viel über alles, deswegen sieht mich das Internet immer heulen. So, ich habe festgestellt, dass ich ja noch nicht so viel über die Klinik und so geredet habe. Und dass ich euch an einzelnen Aspekten noch teilhaben lassen könnte. Zum Beispiel, in meiner Klinik hatte ich nur einen großen Koffer mit Sachen und was man halt so braucht.
Aber mehr auch nicht. Ich hatte einen Koffer und das war mein ganzes Leben für 6 Wochen. Das kennen wahrscheinlich Leute, die irgendwie auf Reisen gehen, genauso. Die haben nicht mal einen Koffer, die haben nur irgendwie einen Backpack. Aber für mich, die jede Kleinigkeit irgendwie in ihrer Wohnung hat und eine eigene Wohnung hat und irgendwie in so einem Luxus lebt und so viele Sachen hat, war das so schön und auch befreiend zu sehen, dass man das alles nicht braucht und dass es reicht, mit diesem Koffer eben zu leben und dem, was da drin ist und so ein bisschen. Es war ja Hochsommer und dann wurde es gleich ganz kalt, irgendwie 0 Grad. Und für all diese Jahreszeiten was dabei zu haben, was und nicht alles. Und man braucht diese Vielfalt eigentlich gar nicht, weil es auf dich als Menschen ankommt und auf das, was hier drin steckt. Und auf der anderen Seite war es allen egal, wie du rumgelaufen bist. So, Gott, auch den ganzen Tag in Jogginghose rumlaufen, das war den anderen Patienten auf jeden Fall egal. Ich bin ja immer der Meinung, gut, wenn man jetzt Therapie hat, sollte man sich vielleicht irgendwie was Richtiges anziehen, weil das wieder so eine Form von Respekt ist. Aber das war da halt nicht so und da hatte man Respekt für alle Menschen. Und ich glaube, wir alle können das so ein bisschen nachempfinden, dass man sich auch mal gehen lassen will. Und jetzt, ich habe mich dann am Ende auch wieder gefreut auf meine ganzen Sachen und mein Zuhause und ne, einfach die materiellen Dinge, die ich hier habe. Aber es war schön für mich zu sehen, dass ich davon nicht abhängig bin und ich trotzdem Spaß haben kann und trotzdem irgendwie frei bin. Ja, ich denke zurzeit wieder mehr an die Klinik. Ich habe mir heute auch den doofsten Tag überhaupt was versucht zu pinnen. Ich denke zurzeit wieder mehr an die Klinik, weil das einfach so eine gute Zeit war. Und so tolle Menschen. Und ich hatte einfach so die Sicherheit, dass man sie nicht verlieren wird. Und ich verliere sie auch nicht, weil sie alle in meinem Herzen sind. Natürlich habe ich so nicht mehr so viel Kontakt mit denen. Aber es ist einfach eine Zeit in meinem Leben, die ich nicht vergessen habe. Ich habe es halt so geliebt, nie allein zu sein. Und nee, ich bin nicht allein. Gestern war Chelsea da und wir haben Eis gegessen und gequatscht. Heute gehe ich zu einer anderen Freundin. Ich habe so ein volles Leben. Ich muss bloß danach greifen. Gott, jetzt habe ich 18 Minuten geredet, ernsthaft. Die Hälfte davon war Geheule. So, wir haben jetzt aufzuheulen. Heute ist ein Selfcare-Tag. Ich freue mich jetzt auf Friseur. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, aber letzte Woche habe ich auch einen Podcast mit Chelsea gemacht. Ich wollte einfach jetzt nochmal einen Moment nehmen, um über Chelsea zu reden, weil Chelsea ist meine Queen. Gestern kam sie, Essen mitgebracht, hat Ben Jerry's mitgebracht. Queen of caring for me. Alleine so durch die Natur zu laufen tut so gut. Ich muss eigentlich öfter mal Spaziergänge machen und nichts nebenbei hören. Und eigentlich auch nicht nebenbei vloggen. Aber Anne Frank war da so eine große Verfechterung von Natur und wie sie uns helfen kann. Das habe ich jetzt ja auch gerade erst wieder gelesen, ihr Buch. Und ja, spricht sehr zu mir. Jetzt bin ich gleich beim Friseur. Mal sehen, wie ich das nächste Mal aussehe, wenn wir uns sehen. Leute, ich bin zurück. Kein Bonnie. Und zwar hat die gute Frau, Grace ihr Name, mir abgeraten von einem Pony, weil meine Stirn so klein ist. Und ich meinte, ja, okay, so ein seitliches Pony. Und jetzt haben wir hier auf jeden Fall eine Stufe reingeschnitten. Hier, seht ihr das? Sieht man jetzt nicht so gut, weil die Haare natürlich jetzt gelockt sind. Aber es ist doch auf jeden Fall was anderes. Und wir haben hinten, ist kürzer als vorne, aber dann dadurch sieht es gerade aus. Also, und dann haben wir so eine schöne Lockung reingemacht. Ich lieb's. Ich liebe es sehr und sie hat es auch mit so einem ganz pflegenden Shampoo, da ist auch alles Natur und so, gewaschen. Also für Erfurter, ich kann das sehr empfehlen, es war auch nicht allzu teuer, es hat jetzt
42 Euro kostet. Also, beziehungsweise habe ich noch Trinkgeld gegeben, aber fand ich voll in Ordnung. Es gibt schon Studentenrabatt. Sonntag heißt der Laden. Genau, das sind jetzt meine Haare. Es ist nicht allzu anders, aber ich feiere es und wie das hier fällt, feiere ich auch. Und ich bin sehr happy. Jetzt muss ich schnell Wäsche aufhängen gehen. Und ich mache wieder eine Wäsche aufhängen. Timelapse. Ich habe auch ein bisschen eingekauft. Noch. Aber ich habe nicht so richtig Hunger, you know? Deswegen mache ich mir einfach ein bisschen Gemüse. Vorne. Und dann mache ich ja auch schon wieder los. Meine neue Obsession. Schwarzoliven. Habe ich ja schon erzählt? Ich esse sehr viele von denen. Wieder am Tag. Mein schönsten Essen, aber let's make it prettier by putting some sesame seeds on. Ich weiß nicht, wer von euch den Herrengedeck-Podcast hört, aber Laura hat auf jeden Fall jetzt in dem Podcast von letzter Woche erzählt, dass sie auch beim Friseur war und der Friseurin ihr dann so ein Moos-Shampoo angedreht hat für 30 Euro. Und genau dieses Shampoo hat die heute, also ich glaube, das ist genau das, weil es gibt so viele Moos-Shampoo, vielleicht ist es auch ein neues Ding. Aber eben dieses Moos-Shampoo hat sie bei mir auch verwendet und das ist schon was anderes. Shampoo und Conditioner. Und diese zwei Sachen, das eine 25, das andere glaube ich 32 Euro, sind teurer als mein ganzer Friseurbesuch. Aber of course I want them. Die sind auch vegan, tierversuchsfrei, in recyceltem Plastik verpackt und so weiter und so fort. Also kann man nichts zu sagen und sie machen halt wirklich was mit deinen Haaren. Sie hat mir jetzt Proben mitgegeben. Ich glaube, die Chance ist relativ gering, dass ich mir das hole. Aber ich bin auf jeden Fall nochmal darauf aufmerksam geworden, dass ein Conditioner gerade bei meinen Haaren echt Wunder bewirken kann. Weil sie hat gesagt, man soll sich die Haare so wie einen Tannenzapfen vorstellen. Mit dem Shampoo macht man alles auf und säubert das. Und mit dem Conditioner schließt man das und pflegt das halt. Und meine Haare sind sozusagen die ganze Zeit auf, aber werden nicht verschlossen. Und da kann nicht so viel mit passieren. Ja, jetzt schreibt Chelsea gerade. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu Leo. Also meiner Freundin. Aber ein Self-Care-Ding ist auch noch, dass ich mir jetzt gerade für nächste Woche direkt einen Termin bei meiner Psychologin gemacht habe. Da hat man ja mehrere Termine, um festzustellen, ob das passt. Und wenn das nicht passt, dann suche ich mir noch andere, aber jetzt ist gerade erstmal ein bisschen akut, würde ich sagen. Und ich kann nicht aus der, die Klinik hat mir viel gebracht, aber ich merke, dass ich einfach noch weiter an mir arbeiten muss. Und ich zähle das jetzt einfach mal zu Self-Care, dass es wichtig ist, sowas, so jemanden zu haben, mit dem man über sowas sprechen kann und der dir auch helfen kann. Deswegen, ja, bin ich froh, dass ich das gerade gemacht habe. Auf meinem Termin, also auf meiner To-Do-Liste für heute steht auch noch Termin beim Frauenarzt machen und Termin beim Steuerberater machen. Habe ich jetzt aber nicht erreicht. Maybe morgen. Ja, ich bin dabei. Das finde ich, könnten wir. Queen. weniger tagespolitische Themen, sondern eher in Richtung größerer gesellschaftlichen Themen und Bewegungen. Da habe ich dann drunter geschrieben, finde ich super. So, Leute. Es ist ziemlich spät, oh Mann, ich muss mal die Tür zumachen. Ich höre gerade Juju. Ich habe jetzt ganz lange mit den Mädels von Tinder geskypt. Es war richtig produktiv. Ich freue mich auf die neuen Autoren, das wird richtig cool. Aber es war dann am Ende auch so anstrengend. Und dann hat man noch Fehler. Also mit der Planung. Wir müssen einfach allen Leuten jetzt einen Tag geben. Was geht das denn? Geht das im Januar los mit den Autoren? Aber ziemlich spannend. So, und was war noch?
Ah oh ja, dann habe ich telefoniert. Und dann habe ich nochmal mit Luca telefoniert, um über das Telefon nachzureden. Ich lieb's einfach. Ich habe heute so einen Tag voller Freunde gehabt und so, weiß ich nicht, ich bin einfach, ich bin glücklich. War ein guter Tag und ich bin glücklich, dass ich glücklich bin. Es war nicht immer alles einfach, aber hey, im Großen und Ganzen geht's mir gut. Und das sind auch Sachen, die ich gelernt habe durch Meditation oder durch so Sachen von Eckhart Tolle. Einfach, dass man, wenn es einem schlecht geht, den jetzigen Moment betrachten muss und sich fragen soll, wie geht es mir jetzt gerade? Und die allermeisten Male, wo man das macht, bei mir ist es zumindest immer so, ich sitze da in meiner schönen Wohnung, ich bin gesund, ich bin munter. Mir fehlt es persönlich an nichts. Ich bin vollständig, wie ich bin. Und was will man mehr? Deswegen so hole ich mich immer zurück und komme wieder auf den Punkt und merke, dass ich einfach vollständig bin. Auch alleine. Und damit will ich den schönen Selfcare-Tag jetzt beenden. Bisschen im Unterwäsche rumtanzen zu Rap-Musik. Ich lieb's. Und mache jetzt noch eine schöne, weiß ich nicht, Gesichtsmaske werde ich nicht mehr machen, dafür ist es zu spät, aber schön einölen und alles und dann schlafen gehen. Wobei ich gerade neue Bettwäsche aufbezogen habe und das ist auch so ein Self-Care-Ding. Neue Bettwäsche beziehen. Ja, und es ist auch schon spät, es ist schon 10:30. Leute, es ist 10:30 und ich schlafe noch nicht. Sorry, ich gucke mich die ganze Zeit dort an, weil ich meine neue Haare bewundern muss. Die gar nicht so anders sind. Mal sehen, wie es morgen aussieht, wenn ich eine Nacht drauf geschlafen habe. Danke fürs Zusehen und ich glaube, ich habe Bock, morgen noch einen Tag zu filmen. Deswegen kriegt ihr den morgigen Tag auch noch. Bis morgen!